Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, Part 42 von mir auf 94. Im letzten Part sind wir mal kurz meine Farmroute aus den privaten Parts, ja, privaten Parts kann ich nicht sagen. Es war einfach, ich habe im Livestream aufgenommen und so. Und ja, die sind wir mal abgelaufen und ja, jetzt haben wir schon mal vier Teile von einem Auto gesammelt und ja, jetzt habe ich gerade keinen Bock einfach so mir ein Auto zu schnappen, weil hier wohl irgendwo in der Nähe auch noch mal ein Auto sein wird. Denke ich jetzt einfach mal. Das Kackvieh versucht mich die ganze Zeit anzukacken. Irgendwie finde ich gerade keins. Was ist denn das da hinten? Speedway. Okay, eine neue. Oh. Eine neue Rennbahn. So. Ah, noch einer. Oh, die lassen ja. Ach du meine Fresse. Na komm. Okay. Ich ergebe mich. Bringt es hinter euch und raubt mich aus. Okay. Wer rechnet denn mit sowas? Ah. Ich kann jetzt einfach drauf. Ja toll, sehr wertvolles Zeug. Sehen wir denn von hier oben noch irgendein Auto? Zählten die als Autos? Nein. Gucken wir auf der Map, sind da drei Punkte? Ach du Scheiße, weiter raus, kann ich gar nicht zoomen. Ne, da sind nur zwei. Gut, da muss ich nochmal hier mit dem Auto langfahren. Da oben ist da bestimmt auch noch was. Da will ich hin. Machen wir irgendwann. So, viel Spaß beim Weiterfahren. Vielen Dank dafür. War ja auch jetzt gar nicht teuer, ne? So, vier Raketen oder so dahin geballert. So. Mal sehen, ob es sich gelohnt hat. Ja, dann kiten wir die mal alle. Und sagen einmal tschö. So. Die gehen jetzt eh alle flöten. Das hat sich gelohnt. So. Ja, ein Auto bitte. Liebe Ellie. Und dann kann es auch weitergehen. Endlich. Aber nicht mit einem Lightrunner MG, sondern mal mit Raketenwerfern. Fahrzeug respawnen und ins DC teleportieren. So, dann haben wir immer noch ein MG und... Gibt es noch Auto-Aim? Scheint nicht. Soll ich schnell schießen? Ja, ziemlich. Sollen wir mal gucken. Hier brennt es immer. Alter. Achso, das sind einfach nur Autoteile. Die noch ein bisschen kokeln. Stimmt, ich wollte da hoch auf diesen Berg. Fahren wir einmal hier lang. Geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Gut. Ah, schon wieder. Ha! Flieger in der Luft gefangen. Kackvieh. Kommt davon, wenn man hier in meinem Zimmer rumfliegt. Ich glaube, das ist jetzt tot. Und nein, ich mag keine Fliegen, die mich beim Zocken stören oder bei anderen Sachen. Muss ich nicht weiter drauf eingehen, ne? Haha. Jetzt fragt sich nur, was euer Kopfkino schon wieder denkt. Komm, geh mal raus hier. So, hoch. Ja, jetzt geht das gar nicht. Siehst du, sowas hasse ich. Wenn das hier schon wie ein Weg aussieht, und dann ist da eine unsichtbare Wand. Wunderschön. Sowas hat man natürlich immer gerne. Naja, wollen wir einfach mal weiter und gucken. Stimmt, ich wollte... Na, muss ich mal morgen gucken. Ich wollte mir ein PS2-Spiel kaufen. Denn ich habe mal wieder
voll Bock drauf. Auf dieses eine besondere Spiel. Und ja, mal sehen. Natürlich, hier wäre auch noch eine Catch-Ride-Station gewesen. Aber wir haben Boot Hill gefunden. Was, da geht's weiter? Hier links? Achso, das ist wohl der Ausgang. Wenn man, warte, wenn man hier einmal lang geht. Zumindest hört sich das plausibel an. Hier geht Fremdwörter. Na, nochmal hoch. Ich würde mich gerne auf den Stein campen, solange ich schieße. Hier ist aber auch kein einziges Fahrzeug, ne? Doch, da. Okay, das ist auf irgendeiner Rennstrecke. Wollen wir doch mal gucken. Stimmt, die Rennstrecke wollte ich mir auch noch angucken. Ja, getroffen habe ich ihn anscheinend schon mal. Nur irgendwie kümmert es den nicht. Na, hier gibt es ja bestimmt noch eine Menge zu looten. Wollen wir uns das gleich mal angucken. So, hallo du. Den haben wir mal weggeballert. So. Hast du die Teile? Super! Bring sie her, dann machen wir die startklar. Scheint, als wird hier unten einer stehen. Oder mehrere. Oh, huch. Durch den. Ja, sehr gut. Na, kommt mal ruhig wieder her. Ja, das ist natürlich sehr schlau, dass ihr voll in die Rakete fahrt. Dann sind die hier doch schon um einiges schlauer. Wobei auch nicht gerade schlau. So. Nein, nicht umwandeln. So, geht doch. Schönes Raketenduell. Und der Marauder kriegt jetzt mal voll ein Auto ins Gesicht. So. Achso, das Dingens hat er schon eingesammelt während des Fahrens. Och nee. Nee, da gehen wir jetzt einfach mal rein. So. Pech, wenn hier einer ist, der kriegt direkt was ins Gesicht. Oh. Schade aber auch. Ist hier aber auch nicht günstiger als drüben. Naja, verbraten wir doch lieber unser Geld in Sanctuary, als dass sich die Banditen hier noch was davon kaufen. Ja, die wollen mich eh nicht haben, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, das war ein großer Explosionsradius. So, und dann wollen wir uns jetzt mal das Fahrzeug hier packen. Denn das geht doch nicht, dass das hier rumcruist und die ganze Zeit Krach macht. Manche Leute wollen schlafen. So. Das habt ihr jetzt davon. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen Zeug hier aufdecken. Machen wir das einfach mal schnell. So. Haben wir was Neues entdeckt? Nein. Gut, dann geht's jetzt weiter. Da ist auch nochmal was. Bam, das ist aber was Neues. Aha. Was ist denn das hier? So. Kommen wir einfach mal von der Seite. Ach, was ist denn das? Ein Zwerg-Goliath! Oh, wie süß!
Darf ich den behalten? Nein, der ist ja niedlich. Oh, die Stimme ist eklig. Ja, das habt ihr jetzt. Das habt ihr jetzt davon. Oh, guck mal, ein Zwerg-Goliath gegen den normalen Goliath. Willkommen bei Schmerz! Hörst du mal auf, den zu schwächen? Wo dein Freund? Ja, der Goliath wird schon ordentlich gehauen. Denn der kann ja auch nur mit seinen Schusswaffen. Na toll, jetzt hat er ihn. Versuch mal mit zerquetschten Lungen zu atmen. Ah, der ist ja niedlich. Und mein XP. No. Schade. Jetzt wollte ich dem noch kurz das letzte bisschen klauen. Schade, aber... Waffenkiste. Meins. Gucken wir gleich, was wir gelootet haben. Wir haben ja ordentlich Inventarplatz. Jetzt endlich. Ach so, und ja, bei meinen Runs habe ich natürlich auch die Schränke aufgemacht und habe ordentlich Iridium. Jetzt, wenn man das irgendwo sieht. Ja, 81. Momentan. Mehr gibt's hier gar nicht. Oh, was eine Verschwendung. Gut, dann wollen wir uns mal wieder in unser Auto pflanzen. Au. Aha, meine Zunge tut weh. Ich habe mir da nämlich letztens ordentlich drauf gebissen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber, na, das tut nicht so gut, wie man sich vielleicht denken kann. So, dann gucken wir nochmal schnell hier unter den Rampen. Und dann gibt es ja fast schon wieder einen Cut. So, hier ist nichts, aber ich könnte schwören, also ich könnte wetten, hier wäre irgendwo ein Borderline-Symbol, zum Beispiel hier in dieser Lücke. Kommen wir bestimmt von der anderen Seite dran. Na? Hat denn jetzt jemand ein Borderline-Symbol gesehen? Ich nicht. Naja. Wollen wir mal wieder raus. Nee, Fahrersitz, nicht Schützenplatz. Wer spielt denn schon Schütze? So. Dann gehen wir hier nochmal lang, entdecken da nochmal schnell was, hoffentlich. Vielleicht ja auch nicht. Sehen wir dann ja. Ja, hätte ich doch fast wetten können, dass hier einfach irgendwo hingeht. Naja. Gut, dann ja, wieder zurück. Aua, meine Zunge tut weh. Das ist nicht so schön. So, mal ein bisschen Gas geben. Nein, Quatsch. Die anderen Löcher hier noch erforschen. So. Die lassen mich jetzt auch in Ruhe. So. Borderline-Symbole sind übrigens nicht immer so groß wie das eine, was ich bisher gefunden habe in Sanctuary, sondern können auch einfach mal winzig sein. So klein wie die Kiste zum Beispiel. Okay, das ist jetzt auch nicht so winzig, aber... Naja, ihr wisst wohl, was ich meine. So, das hier scheint irgendeine versunkene Stadt zu sein. Ja, hier sieht man ja schon, der Sand wird drüber. Das heißt, es wurde wohl irgendwie vergraben. Unabsichtlich. Denke ich zumindest. So. Das Schießen mache ich übrigens nur, um diese Häufchen immer aufzukriegen. Dann fahre ich dann da einmal drüber und dann habe ich... Iridium. Ey. Ja, das Iridium will er natürlich nicht lügen. So. Und das war's auch schon mit den Plätzen. Wobei, hier ist noch was. Ja, da geht's auch noch rein. Aber scheint, als würde es hier nur...
diesen Kühlschrank geben. Mit Leben drin. Und Leben braucht keiner. Vor allem nicht die Gamer. Wir haben ja eh kein Leben. Dann brauchen wir das ja eigentlich. Will ich noch eine kleine Entdeckungstour machen? Nee. Die Parts von Borderlands sind nämlich immer so groß, deswegen überziehe ich hier nicht so gerne. So, mal kurz gucken, was hier um die Ecke ist. Da war Jazz. Oh, hey. Ja, okay, ich sag gerade, ich will nicht überziehen und überzieh schon. Naja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.